Hallo, meine Lieben. Wir haben es schon bemerkt. Wichtige Konstellationen kommen in diesem Jahr, in dem neuen Jahrzehnt, auf uns zu. Denn 2020 steht unter der Regentschaft des Mondes. 2020. Es ist ein Jahr der großen Veränderungen und Umbrüche. Bereits 2019 waren dafür die Anzeichen zu spüren. Verstärkt wird der Umschwung auch durch den Umstand, dass der Mond ab dem 20. März dieses Jahres die Regentschaft übernommen hat. Mondjahre gelten als unbeständig und unkontrollierbar. Aber der Mond steht auch für Gefühle, Nähe, Vertrautheit und familiären Zusammenhalt. Unter diesen Aspekten können viele große Ereignisse stattfinden, wie Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen, Staatskrisen, zum Beispiel Umstürze am Kapitalmarkt. All dieses ist in diesem Mondjahr zu beachten. Wir erleben es gerade jetzt mit der Pandemie, denn unser gesamtes Gesundheitssystem ist auf den Kopf gestellt. Doch man sollte in dieser Zeit auch an das Positive denken. Es bietet sich dadurch die Chance auf Besinnung, wie auf wesentliche Werte. Es wird wohl nicht alles zusammenbrechen, aber neu sortiert werden. So kann es bis zum Dezember dauern, dass auf feste und bleibende Werte, aber weg vom virtuellen Geld, gesetzt werden kann. 2020, das Jahr des Wertewandels. Ja, und noch eine kurze Randbemerkung. Im chinesischen Horoskop ist 2020 das Jahr der Metallratte. Metall ist kalt, doch astrologisch betrachtet gilt die Ratte als besonders klug und clever und raffiniert und flexibel. Ja, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Lichtvolle Grüße, eure Deria.